Die Kinder! Sie leben! Cortez! Sie hielt sie für Haustiere, anstatt für Soldaten. Beseitigt sie! Eins flüchtet! Ihr sollt alle Navi töten! Hier drüben. Bist du okay? Hier, nimm das. Ein Headset? Steck es in dein Ohr. Das ist unsere Frequenz. Ihr wart fleißig. Sie suchten dich, aber fanden mich. Du musst weg. Jetzt. Warte. Wie heißt du? Solek. Einer der letzten meines Clans. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter. Schnell und leise. Los! Hörst du mich? Ja. Diese Soldaten sind überall. Ganz ruhig. Atme. Such einen Ausweg. Solek? Hörst du mich? Wo sind die anderen? Konnten sie fliehen? Ich helfe ihnen. Bist du in Sicherheit? Vorerst, glaube ich. Ich kümmere mich um die anderen. Geh weiter. Oh, es gefällt nicht. Kein bisschen. Warum haben die Blaue eingefroren? Hör auf zu glotzen. Du hast Harding gehört. Wir müssen sie finden. Hey, was war das? Hallo? Seid ihr noch hier? Wir sollten uns hier nur reden. Wir haben Geschenke. Ha, netter Versuch. Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Ich habe gehört, das war seltsam. Das war knapp. Sie nicht entkommen! Tötet sie! Der Tag ist fast zu Ende.
Die Turnhalle ist verschlossen. Ich suche nach einem Weg. Bleib wachsam. Ich habe gehört, die Navi sind riesig und können einen mit bloßen Händen... Ich hätte einen schönen, gemütlichen Schreibtischjob haben können, aber nein. Aufpassen! Ah! Geh in Deckung! Bin aus der Turnhalle raus. Gut, dann geh jetzt zu. Sorlek! Erwischt. Was geschnappt, Harding? Ja, das Kind ist harmlos. Seine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Du Mörder! Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Lauf! Okay? Das war viel zu knapp. Sorlek! Hallo? Vielleicht sind sie ja am Wasser entlang. Thank you.
Mehr RDA. Was ist passiert? Hier drüben, bei dem Baum. So, Leck. Hier. Das haben sie vor dir versteckt. Deine Heimat. Dankeschön. Du kannst nicht kämpfen. Diesmal helfe ich dir. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Du findest sie schon. Fokussiere deine Sinne. Meine Sinne? Sie haben dich menschlich gemacht. Doch du bist Na'vi. Sieh den Wald wie ich. Siehst du? Das ist dein Zuhause. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Gut, ich hab genug. Jetzt kannst du Teile fertigen wie ich. Stark genug, um Menschenmetall zu durchdringen. Du bist soweit. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Dapofet. Die Schote einer Dapofet-Pflanze. Ich finde eine. Keine Sorge. Am Ufer. Sie wachsen am Wasser. Thank you.
Soldaten! Habt ihr den mit der Knarre gesehen? Den zuerst ausschalten! Sie können nicht weiter. Hab Geduld. Gibt keinen angenehmeren Zeitvertreib, als Blaue abzuknallen. Was? Als ich mich für diese Truppe ge... Geh in Deckung! Salt Lake, ich hab die Dapofit. Komme zurück. Noch mehr Soldaten. Nicht lebend fangen. Waffen im Anschlag, Leute. Haltet Abstand. Es lebt noch. Hill ist unterwegs. Bringen die Blaue zur Befragung. Mal sehen, was sie weiß. Ich liebe diesen MPA. Wenn du das sagst. So heilen wir uns. Du hast kein Lied. Das meiner Mutter wurde geraubt. Ändern wir das. Warte! Was mache ich jetzt? Machen. Finde deinen eigenen Weg, Sahentu. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein, nein. Sie sind zu nah. Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall.
Der Wasserfall. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Was würden unsere Vorfahren von uns denken? Würden sie betrauern, was aus uns geworden ist? Wir sind immer noch Sarentu. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Na'vi. Warum ist die RDA zurück? Sie wollen mehr von Pandora. Immer mehr. Wir müssen kämpfen. Ja. Ahari hätte es genau so gewollt. Ich höre dich.
mehr RDA in die Richtung unterwegs. Geh. Ich suche Rignella und Daylan. Wir sichern das Hauptquartier. Unterwegs, Priya. Der ganze Rauch zieht sicher noch mehr RDA-Truppen an. Ich komme ihnen zuvor, versprochen. Thank you.
Alma, hör... Verdammt! Wie haben sie uns gefunden? Das liegt nicht auf ihrer Route. Sie suchen jetzt nach uns. Okay. Das wird wieder... Alles klar? Hör mir zu. Das wird schon. Hier. Sowas schon mal gesehen? Nein. Keine Sorge. Ist einfach. Da kommen noch mehr. Muss ihn stabilisieren. Beeile dich. Vor uns ist eine Ölraffinerie. Ich werde die ADA dorthin locken. Halte sie von Alma und Hajir fern. Du schaffst das. Ich beeile mich. Ich sehe mehr Soldaten. Mach dich bereit. Was? Wo? Atme. Nutz deine Umgebung. Such nach Höhlen. Sie werden in deine Falle laufen. Mama, hab die Vorräte gefunden. Ich bin gleich da. Bitte. Sotle, hier ist noch ein Na'vi. Und sie hilft mir. Ist.
Sie hatten viele MPAs. So viele habe ich hier noch nie gesehen. Mercers Lieblingsspielzeug. Es tut mir so leid. Du warst ganz allein mit ihnen. Ich war nicht alleine. Salt Lake hat sie abgelenkt. Und der Na'vi. Iknan sind stark. Und sie beschützen ihre Reiter sehr. RDA-Scorpions sind ihnen nicht gewachsen. Na'vi, Traumwanderer und Mensch. Allein gegen Himmelsmenschen? Du bist tapfer. Das war unglaublich. Und du es erledigt hast. Danke. Warte. Das Zeichen. Du bist Zarentu? Oh, die Erzähler. Friedensbringer. Dein Clan existiert schon seit Jahren nicht mehr, wie ausgestorben. Der Geist der Zarentu ist nicht leicht zu töten. Ich hoffte, den Widerstand zu finden, aber die Zarentu. Ich bin Edua. Zahe, der Aranahe. Ich kannte deine Mutter. Tut mir leid. Unser Zuhause leidet auch. Die Himmelsmenschen werden mutiger und sind im Begriff, das Land zu zerstören. Und doch, meine Leute, unser Heimatbaum. Wir sind keine Krieger, aber der Krieg ist da. Mein Vater glaubt es nicht, aber er kannte die Zarentu. Er wird dich anhören. Er muss. Ich muss sie zurückholen, die anderen. Sie müssen alles erfahren. Natürlich. Ich helfe dir. Mein Heimatbaum ist nah. Sag, dass ich dich geschickt habe. Aber du hältst dich besser bedeckt, was meinen Anteil angeht bei dieser Sache. Möge dein Geist mit dem Wind aufsteigen. Eine weitere Na'vi tauchte auf, um zu helfen. Etua vom Clan der Aranahe. Ich soll ihren Heimatbaum besuchen. Vielleicht schließen sich uns noch mehr an. Ich habe es schon versucht. Ihr Anführer Katna hat mich quasi herausgeworfen. Er lässt dich nicht leicht umstimmen. Er hat keine Angst vor der RDA? Sie haben ihm bereits großen Kummer gebracht. Er will seinem Volk weiteres Leid ersparen. Und das kann ich verstehen. Die Aranahe sind sich normalerweise einig. Doch der Krieg sorgt für Reibereien. Viele verschließen ihre Augen. Doch eine Zarentu könnte ihnen helfen.